Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte vom Nirgendwo, aus meinem kleinen Bed and Breakfast. Und heute habe ich euch was von Avatar mitgebracht, aus dem ersten Film, und zwar die 572, Jay und Nytiris First Banshee Flight. Banshee, das sind diese Drachen oder eben halt Banshees. Einfach, ja. Das hier ist die Box. Das hier die Rückseite. Und ja, also hier sieht man noch zum Beispiel, dass man es eben zu dritt aufbauen kann, dass das in drei Bauabschnitte aufgeteilt ist und die unabhängig voneinander sind. Also hier dieses Zeichen. Und das finde ich immer toll, wenn Sie das draufschreiben. Dann eben für die, die in der Familie zum Beispiel, der ganzen Familie zusammenbauen, dann weiß man, jeder, wenn sie zu dritt sind, jeder kann da was bauen. Wir haben hier deshalb auch drei Bauanleitungen. Das wäre die erste. Es gibt auch drei Bauabschnitte. Die sind dann hier auch aufgeführt. Die Schachtel fällt runter. Ich mache jetzt mal ein bisschen hier weiter rüber, dann sollte ich nicht mehr drankommen. So, das hier sind die Bauabschnitte. Und die sind aufgeteilt natürlich in diese Heftchen. Und hier ist man dann nach... Ja, was sind das? Ja gut, 43 Seiten ist man dann hier fertig. Das Schöne ist, es hat hier immer auch Bilder mit drin, wie das im Film aussieht und wie das dann halt hier bei Lego aussieht. Und sowas finde ich toll, eben wenn das nicht nur die Bauanleitung selbst ist, sondern halt eben auch Bilder aus dem Film, wie hier auch. Und da hat es noch einige davon, also ich zeige euch die jetzt nicht alle. Und ja, das finde ich immer toll. Dann hat es hier hinten noch irgendwo die anderen Sets abgebildet zum Film. Da habe ich euch ja schon zwei vorgestellt. Das ist hier zum Film 1. Und das vierte habe ich schon gekauft. Das steht hier. Muss ich noch aufbauen. Genau. Anleitung 1. Anleitung 2. Da baut man dann diesen Felsen. Da ist man dann nach 66 Seiten fertig, aber auch hier müsste es Bilder irgendwo drin haben, wie das da im Film aussah. Aber natürlich finde ich jetzt natürlich keines, wenn man was sucht, findet man es nicht. Aber ich habe gedacht, das wäre hier auch drin. Ja, hier, mit diesen schwebenden Felsen. Und das erinnert dann schon stark an das, wenn man das hier baut. Eben, man baut hier auch einen Wasserfall, da ist auch ein Bild dabei. Ich weiß allerdings nicht mehr wo. Hier glaube ich. Müsste bald mal kommen. Genau hier ist dann zum Beispiel eben auch, wo man so die Wasserfälle von diesen Felsen sieht. Und das finde ich toll, wenn das eben so in den Anleitungen drin ist. Ja, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch mögt. Wenn da noch so Hintergrundinformationen sind oder eben so Bilder, die zu einem Film gehören. Und das hier ist Anleitung 3. Hier baut man diesen Banshee. Und auch hier hat es dann halt eben Bilder, wie man dann zum Beispiel auf diesem Banshee fliegt. Und die haben sie eigentlich ganz gut getroffen, auch von der Farbe her. Und ja, hier sieht man zum Beispiel auch vom Gesicht her und so. Das passt eigentlich schon ganz gut, wie die Lego hier nachgebaut hat. Also, ja. Dann haben wir hier ein paar Ersatzteile. Die finden sich hier. Was haben wir noch? Dann eben die Flügel dieser Banshees, das waren so Plastik, ja ein bisschen härterer Plastik, wo man die dann rausdrücken konnte. Zweimal natürlich in beiden, für beide Vögel oder Banshees oder wie die auch immer heißen. Ja, und wenn man dann fertig ist, hat man am Schluss das Set so hier beisammen. Und ich finde, zum Ausstellen genial gemacht. Also ich finde das toll, wenn das eben Lego so macht, dass man da gleich so eine Ausstellungsplattform hat, wo man das dann, das kann man jetzt irgendwo ins Regal, in eine Vitrine oder sonst wo hinstellen und es sieht nach was aus. Also es ist zusammenhängend.
nicht einfach irgendein Auto oder so, wo man, ja, hier hat man wirklich ein Modell, wo man, das kann man so hinstellen und man kann es anschauen oder man kann damit spielen. Also man hat hier beide Möglichkeiten und das finde ich toll. Hoffe, euch gefällt das auch so. Ich kann jetzt hier nicht natürlich, nehme jetzt aber diese Banshees, nehme ich jetzt gleich mal weg von dieser Plattform und zeige euch die genauer. Hier hat sie auch noch zwei Minifiguren dabei. Zum einen Nightiri, das ist glaube ich hier oben. Und Jake Scully natürlich. Nee, doch, das ist Nightiri. Das sind eben diese größeren Minifiguren. Das wäre Nightiri. Ich finde diese Minifiguren cool. Also, die sind auch schön bedruckt. Und hier haben wir noch Jake Scully. Und eben, ihr seht, ich nehme die hier von den... Die kann man mit den Drachen, also mit diesen Banshees verbinden. Und das, ja, ich finde das toll gemacht. Und eben, der Film gefiel mir und die Lego-Sets dazu gefallen mir auch sehr gut. Das hier ist dann Jake Scully. Beide haben so einen Speer in der Hand. Ja. Tolle Minifiguren, wie ich finde. Und eben, die haben halt längere Beine als normale Minifiguren. Und die Drachen, also die Banshees, die kann man hier eigentlich ganz einfach abziehen. Die haben hier unten so ein Verbindungsstück, das kann man hier reinstecken und dann klappt das. So sehen die dann aus. So sehen sie von unten aus. So dann von vorne. Man kann eben, der kann den Mund öffnen. Dann sehen die dann so aus. Man kann natürlich auch hier die Flügel hochklappen, die runter zum Beispiel. Also das kann man hoch und runter stellen, so wie man möchte. Ja, also den Schwanz kann man hier auch noch in die Richtung drehen, wie man ihn möchte. Und dann hat man hier eigentlich einen super coolen Banshee, der da durch die Gegend fliegt. Ich finde auch von der Farbgestaltung her, finde ich den ganz okay, der passt zur Filmvorlage. Und eben die Flügel finde ich schon ganz cool, so wie die hier gemacht sind. Hier auch noch mit diesen Krallen vorne. Ihr könnt sehen, hier die Krallen. Und das hier sind eben diese Verbindungsstücke, die ihr dann an den Haaren von den Navis andocken könnt. Ja. Ich finde den toll. Dann nehme ich hier mal den anderen weg. Der wurde von der Bauweise her genau gleich, eben hier auch wieder dieses Andockteil. Kann man hier draufstecken. Ich zeige euch das Teil dann auch noch. So sieht der dann, sind die Flügel aus, eben eine andere Farbe, aber grundsätzlich ist das genau das gleiche Teil. Zweimal gebaut, zwei verschiedene Farben, also mehrere verschiedene Farben, aber am Schluss kommen eben zwei Tiere raus, die dann verschieden sind in der Farbgestaltung. Aber von den Funktionen, auch von der Bauweise her, sind die identisch. Also da ist kein Unterschied. Also nicht, dass ich wüsste. Nee, das ist alles gleich. Aber zwei schöne Banshees. Und dann bauen wir eben noch dieses Felsenstück. Mit diesen fliegenden Felsen haben wir hier so einen Wasserfall runter, der sich hier dann unten weiterführt. Pflanzen. Und diese Elemente hier, die leuchten im Dunkeln. Das sind fünf Stück. Das sind so Glow-in-the-Dark-Elemente, die hier mit dabei sind. Und ich meine, das passt ja zu Avatar. Da gibt es ja auch überall, wenn man dann eine Nacht hat, da leuchtet überall ein bisschen was und es ist farbenfroh und das macht ja diesen Film aus, dass eben alles so farbig ist und ja. Und ich finde diesen Felsen hier eigentlich ganz gelungen und eben das Coole ist, man kann hier diese Banshees, kann man hier draufstecken und dann fliegen die hier durch die Gegend. Das ist der eine und der andere kann hier oben drauf. Und so hat man ein super schönes Ausstellungsmodell, hat dann diese zwei Banshees, die fliegen durch die Gegend, kann dann eben die Figuren hier noch anmachen, kann dann auch noch andocken an den Haaren, dass es auch realistisch ist, so wie wir es im Film machen. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich die richtige auf... Ne, jetzt habe ich es genau verkehrt, aber das spielt ja keine Rolle, wer da auf welchem Molder spielt. Es spielt eine doch eine Rolle, weil im Film spielt es auch eine Rolle.
Da hatte jeder seinen eigenen Banshee. Und die anderen lassen eigentlich nicht zu, dass man dann auf dem Falschen ist. Da wehren sie sich dann, diese Banshees. Die haben wollen ja nur, die verbinden sich ja eben mit nur einem Navi im Prinzip. Und bei dem bleiben sie ja dann mit dem bleiben sie verbunden ein ganzes Leben lang. Bis man dann eben in Toruk Maktu umsteigt. Dann ist wieder was anderes. Aber eben, die kann man hier cool andocken. Und ja. Mal schauen, dass man die Frisur nicht wegmacht. Und dann kann man hier durch die Gegend düsen. Jetzt habe ich das ein bisschen. So. Ja, der will einfach hier jetzt nicht halten. So, jetzt hält er. Und wenn man das dann so vor sich hat, so ganz als Modell, es passt gut in der Vitrine, auf ein Gestell, auf ein Bücherregal, auf eine Kommode oder was auch immer. Stellt es hin, wo ihr das schön findet. Und wenn ihr da vorbeiläuft, ihr seht immer was Schönes von Avatar. Also ich finde das toll. Hoffe, euch gefällt es auch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Set findet. Wie gesagt, ich kann es empfehlen. Es sind 575 Teile. Listenpreis sind 55 Euro. Aber ihr kriegt es überall im freien Handel mit Rabatt. Also kauft es nicht bei Lego direkt, sondern irgendwo bei einem Spielzeughändler. 20% Rabatt müssen da eigentlich immer drin liegen. Wenn natürlich möglich, kann auch sein, dass es mehr ist. Dann nimmt es natürlich mit mehr Rabatt. Und dann habt ihr hier ein super tolles Set. Und meine, ihr seht, es hält. Auch die einzelnen Banshees, die kann man in die Hand nehmen. Die sind stabil gebaut. Und ihr seht, aber ich kann ein bisschen rütteln. Es fällt nichts ab. Alles stabil. Und ja, ich finde das toll, dass man eben dann so ein Ausstellungsstück hat. Und eben, wenn Kinder damit spielen wollen, die können es einfach hier abnehmen. Und rumfliegen, jetzt habe ich zu viel abgenommen. Aber ja, ihr seht, was ich meine. Und das finde ich super. Das sollte Lego eigentlich bei fast jedem Set so machen. Das wäre super. Einfach so ein kleiner Bild, wo das halt in Szene gesetzt werden kann. Das ist für mich einfach, das ist super. Also, wie gesagt, mir gefällt das Set super. Ich bin froh, habe ich das. Ich fand bis jetzt alle Avatar-Sets, die ich gebaut habe, super. Also, wenn ihr den Film mögt, holt euch die Sets, ihr macht nichts falsch. Aber natürlich mit Rabatt, also nicht den vollen Preis zahlen. Ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch ein Abo dalassen, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Würde mich sehr freuen. Und ja, in dem Sinn wünsche ich euch eine gute Zeit mit Avatar, mit Lego, mit allen anderen Sachen, die ihr macht. Und habt Spaß im Leben und bis bald.